Hey Leute! Wir werden heute mal wieder für euch ein Essrezept machen. Es geht um Essen. Und meine Mom, ich glaube, sie hat das erfunden. Sie oder meine Tante. Die machen so ein Pide und es schmeckt so lecker mit Tomaten und Sucuk belegt. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen und dann zeigen wir euch, wie das geht, wenn ihr was richtig Leckeres kochen wollt, was richtig leicht ist. Ich heute mit einem wunderschönen kleinen Knödeldutt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was? Hallo, Lippenstift an der Dose. Leute, Mann, danach wie hat er auch das ist. Lippenstift. So ist das. Oh, voll grell auf einmal geworden. Why? Parktronic brauchen wir nicht. Ich bin eine Frau. Ich brauche so einen Scheiß nicht. Ich glaube, du musst ausschalten. YMCMB. Das wird gleich ausgehen. Ne, hier. Leute, Wochenende Stau. Schittau. Schittau. Burada Schittau Es geht nicht weiter. Ich hasse es, wenn es nicht weitergeht. Das kleine Fundchen ist auch dabei. Hey Rolex. Lou packt Rolex ein, der kommt immer mit. Und jetzt gehen wir zu Lidl lohnt sich. Da müssen wir. Warum ist denn das so hell? Und jetzt verschwommen, Anna. Da müssen wir Kräuterbutter und Buh, das ist richtig hell hier. Ach, jetzt kriegt man es hin. Lies, wohin müssen wir noch? Jetzt gehen wir zum Türken. Okay. Tomaten, Sucuk und Pide holen. Okay. Wir waren bei Lidl. Jetzt geht's ab zum Türken, weil wir brauchen Pide. Da gibt's echt die leckersten Sachen. Pide, Sucuk, Tomaten müssen wir alles von da holen. Was haben die im Laden früher immer zu Sucuk gesagt? Soçok. Soçok. Die Deutschen sagen zu Sucuk Soçok. Aber Leute, und sagt man zu nicht. Pastırma Bastırma. Das ist eine krasse Erfindung, diese Knoblauchwurst. Man riecht zwar ein bisschen unangenehm, aber. Ein bisschen ist gut, ey. Schmeckt so lecker. Wenn ihr Sucuk esst, solltet ihr kein Date haben. Jedenfalls kein erstes, weil das war dann auch das letzte. Es sei denn. Der hat auch Sucuk gefressen. Richtig. Weil dann riecht er es nicht. Am Anfang war es bei uns immer so, wenn einer Knoblauch gegessen hat, hat der dann haben andere. wir den anderen gezwungen, bevor wir uns Hallo gesagt haben, direkt eine Knolle ins Maul gesteckt. Ja, eine Knolle. Eine Scheibe Sucuk. Wenn schon, denn schon. Oh, Leute, der Verkehr in Berlin ist der Hammer. Und die lassen einen nicht durch. Niemals. Als ob die Die sterben werden. könnten ja 2 Sekunden später an ihrem Ziel ankommen. Oh shit. Sorry. Sorry. Ich bin ein bisschen schnell um die Kurve, gerade eigentlich nicht. Leute, wir nehmen weiter beim Türken auf. Ja. Peace. Leute, hier gibt es so viel zu Hause zu knabbern. Zeig dir mal, was wir alles brauchen. So, Leute. Wir haben Pide, genau. zweimal. Fladenbrot heißt es auf Deutsch, ne? Fladenbrot, ja. Dann haben wir Kohlrabi, das ist nach dem Tee Das nachher. ist für nachher. Scharfe Chilis. Aber das sind nicht die Zutaten, das ist das, was wir daneben essen. Oliven. Zeig am besten nur die Zutaten zuerst. Oh. Ja, da braucht ihr nur Sucuk und Tomaten. Tomaten. Genau, und Fladenbrot. Und das mag Lou hier. Leute, die türkischen Chips sind doch die besten, Die oder? schmecken wirklich lecker. So war's das. Warte, ich wollte euch was zeigen, wie viel Pistazien hier kosten. Wo ist denn das? Warte, hier irgendwo. Leute, Sein. zieht euch Leute, als das. wir das mal gesehen haben, konnten wir es nicht glauben. Zieht euch das mal jetzt gleich rein, wie teuer Pistazien sind. Leute, guck Ganz mal. normale Pistazien, nicht mal ein Kilo, 750 Gramm für 18,49 Euro. Krass, ne? Die müssen aus Gold sein oder so. Irgendwas. So. Haben wir alles? Gehen wir zur Kasse? Yes. Okay, cool. Blues Lieblingsgänge. Alles voll mit Pudding und Süßigkeiten. Leute, kennt ihr die Das ist dazwischen? aber nicht, das sind nur Waffeln. Dazwischen ist immer Honig, die Runden gibt es auch davon. Ja, die sind auf der anderen Seite, glaube ich. Guck mal, was hier alles ist, Lokum und Oh, so. die gibt es schon Tacken. Mann, beim Türken sind einfach Süßigkeiten, die es Wir müssen woanders nicht den gibt. anderen Gang den zeigen. Wo. Ja, kommt, wir gehen mal rüber zu den Keksen. Tada tada.
alles voll mit Schokolade und Pralinen. Leute, wisst ihr, was das heißt hier? Der Riegel hier heißt... Nee, heißt nimm mich. Kann man auch zweideutig verstehen. Die hier meint Lou. Guck, die sind gefüllt mit Vanillecreme, mit Erdbeercreme und mit Schokocreme. Gibt's ja sogar mit Erdbeer. Und die hier sind auch richtig lecker. Erdbeer. Jetzt wissen wir, warum Türken immer schwarze Zähne haben. Du bist so bescheuert. Mann, jetzt kommt wieder, mögt ihr keine Türken? Nein, wir hassen sie. Wir sind zwar selber welche, aber wir sind richtige Nazis. Oh, die ganzen Kekse, Leute, man weiß gar nicht, was man mitnehmen soll. Ja, Mann. Lecker. Nochmal die Zutaten. Ihr braucht Kräuterbutter. Wenn ihr ein Pide macht, dann braucht ihr nur zwei. Wenn ihr zwei Pide macht, braucht ihr vier. Ganz wichtig, Toastscheibenkäse. Wenn ihr ein Pide macht, nur eine Packung davon. Und für die zweite ganz klar immer das Doppelte. Ein oder zwei Pide, je nachdem wie viel ihr macht. Tomaten, hier haben wir vier Stück drin und eine Packung Sucuk. Dafür braucht ihr auch eine halbe für ein Pide und eine ganze Packung für zwei. Und jetzt werde ich anfangen, euch zu zeigen, wie man das zubereitet. Es ist so leicht, Leute, und es schmeckt so unglaublich lecker und nichts kann schief gehen. So, als allererstes halbiert ihr das Pide in zwei Hälften, dass es einen Deckel und eine Unterseite gibt. Ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten für ein Pide. Jeweils einmal Kräuterbutter, immer auf eine Hälfte. Also, oh, geht doch ab. Richtig klebrig. Leute, das schmeckt eine so daraus. Krass. Und das andere hier drauf, auf die andere Hälfte. Und dann verschmieren halt. Ja, das nehmen wir mit auf, damit sie es sehen. Das muss auch richtig voll sein, Leute, sonst kriegt ihr ein trockenes Pide. Genau. Und das ist gerade das Leckere an dem ganzen Pide. Da solltet ihr wirklich nicht sparen an der Kräuterbutter. Ja, nicht denken, es wird zu viel, das wird ja alles reingezogen. Ne? Ja, und das ist genau das, was überhaupt den ganzen krassen Geschmack gibt. Und das Pide nachher richtig saftig sein lässt. Oh mein Gott. Ihr müsst beide Seiten wirklich komplett auch bis in die Ecken beschmieren, damit überall Kräuterbutter drauf ist. Auch in der Mitte, damit es überall gleich schmeckt und jeder Biss ein Genuss ist. Als Lou das zum ersten Mal gegessen hat, konnte er nicht glauben, was er isst. Ja, Mann, das ist Weil man sich am Anfang wirklich kaum was drunter vorstellen kann. Und es ist so leicht zu machen. Und es geht so schnell und dann hat das so einen krassen Geschmack. Also wer es zum ersten Mal isst, wird wirklich nicht klarkommen auf den Geschmack. Das ist eine Geschmacksexplosion. Tomaten natürlich waschen. Und ganz wichtig, Leute, schneidet diese Teile hier raus, diese Stiele, das könnt ihr im Internet nachlesen, die sind sehr krebserregend. Das kann man immer gar nicht glauben, aber das habe ich auch schon bei Galileo gesehen, dass man die wirklich rausschneiden soll. So, in zwei Hälften die Tomaten und dann ganz, ganz dünne Scheiben, wirklich richtig dünn. Nicht so dick, wirklich nur so einen halben Zentimeter, damit sie richtig fein sind. So, nur die untere Seite wird jetzt mit Tomaten belegt. Der Deckel liegt hier und der bleibt einfach erstmal unberührt. Alles schön und alles immer bitte nicht sparsam sein. Tomaten kosten ja wirklich nicht viel. Ja, Mann, genau wie bei der Pizza. Genau wie bei der Pizza. Essen muss einfach belegt sein, wenn da nur jeder zweite Bissen gut schmeckt. Also jeder soll es so machen, wie er es selber möchte. Aber ich kann euch nur immer empfehlen, beim Essen nicht sparsam zu sein. Weil nur dann schmeckt es wirklich richtig, Weil richtig lecker. Weil Liebe geht durch den Magen. So sieht's aus. Und wenn ich kein Essen machen könnte, würde Lou mich vielleicht gar nicht lieben. Quatsch. So, jetzt kommt die Sucuk. Die Sucuk. Auch eines der Zutaten, die es so lecker macht. Auch hier wieder Lisha und Lou's Spruch, nicht sparsam sein. Denn Liebe geht durch den Magen. Ja, das haben wir verstanden. Die Tomaten könnt ihr natürlich auch ein bisschen salzen. Haben wir auch gerade gemacht. Wir haben über die Tomaten nochmal, weil Lou das wollte. Ich mache es eigentlich nicht. Aber was er will, wird gemacht. Und jetzt als allerletztes der Scheibenkäse. Und bitte holt da immer Toastkäse, weil der hat einfach einen viel besseren Geschmack. Toastscheibenkäse, weil davon gibt es drei verschiedene Sorten immer. Ja, guck mal hier.
Let me show. Der hier. Toast. Tillmanns Toasties. Leute. So sollte das jetzt fertig aussehen. Wie gesagt, das ist die untere Seite belegt, der Deckel komplett roh. Und jetzt wird nur die untere Seite in den Ofen gepackt. Circa 5 bis 10 Minuten, bis man sieht, es ist alles geschmolzen. Und danach erst kommt der Deckel für eine Minute, höchstens zwei drauf, damit es nicht zu knusprig wird. Bis gleich. So Leute, das ist der untere Part. Der kommt jetzt in den Ofen. Partition. Stellt die Hitze von oben und unten und auf 180 Grad. So, jetzt war es 10 Minuten drin, jetzt habe ich den Deckel drauf gemacht. Die Hitze ist nur noch Oberhitze und jetzt wirklich nach 1-2 Minuten raus, damit es oben nicht zu knusprig wird. So wie ihr seht, ist es fertig. Wow. Verdammt lecker. Und jetzt müsst ihr das schneiden einfach wie eine Pizza. Halt, dass jeder ein cooles Stück hat. Ich mache aus einem Fiedel immer 6 Stücke. Einmal durch die Mitte und dann hier nochmal. Oh my gosh. Und ich werde euch nochmal Schritt, für die, die es nicht mitbekommen haben, alles in die Infobox schreiben. Auch die Menge an den Sachen, die ihr braucht. Und dann macht es nach und schreibt uns, wie es war. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder davon richtig begeistert sein wird. Leute, das ist einfach was ganz anderes.